Rot-Grün. An 2005 muss war weg. Sie als letzte Amtshandlung muss weg. Den Ausbau der Kronau Uranfabrik und den Bau eines Atommülllagers hier in Kronau genehmigt. Jetzt muss die Kehrtwende kommen. Der Flugzeugbauingenieur, Reserveoffizier und NRW-Wirtschaftsminister Vogtsberger kennt die Brisanz der Kronauer Urananreicherungsanlage. Er kann und muss die Stilllegung verfügen. Und das sofort. Es gibt Erfolge. Die Anti-Atomkraft-Bewegung hat den schnellen Brüter in Kalka und die WRA in Wackersdorf gestoppt. Die Uran- und Plutoniumfabriken in Hanau konnten auch gestoppt werden. Und es wird uns gelingen, den Urenco-Konzern mit seinen Uranfabriken hier in Gronau, in Almelo und an den anderen Standorten zu stoppen. Die Stimmung ist wunderbar. Ja? Ja. Wie geht's hier weiter heute? Heute geht's hier. Zunächst mal demonstrieren wir jetzt. Ja. Bis zum Platz von Kronau Uraneinreicherungsanlagen. Und dort werden wahrscheinlich wieder Redebeiträge oder Stimmnamen geben. Ich freue mich, dass so viele zahlreich erschienen sind, trotz des schönen Wetters. Und wir strahlen heute vor Freude, um gegen die Strahlung vorzugehen. Was hat die Landtagsfraktion denn an Initiative ergriffen, um die Uraneinreicherungsanlage hier wegzukriegen? Wir haben den Antrag, Atomkräfte abzuschalten, gemeinsamen Antrag gemacht, zustande bringen wollen, aber das hat nicht funktioniert. Aber als letztes kann ich sagen, dass wir in der vorletzten Woche in der Plenarsitzung vom 13., 14., 15. April unser Ökostromantrag wurde einstimmig von den FDP, CDU, SPD und Grünen abgelehnt. Das ist eine Schande für die Landesregierung. Wir wollten damit bewegen, das heißt die Landesregierung an ihre Versprechungen erinnern, hoffen, dass in Zukunft das besser wird, dass wir gemeinsam, wir haben ja schon einiges gemeinsam, zum Beispiel für gentechnikfreie Regionen, das haben wir gemeinsam geschafft, also Grüne, SPD und Die Linke, gemeinsam den Antrag eingebracht, der wurde auch beschlossen, soweit ist durchgekommen. Wir hoffen, dass in Zukunft wir
mehr Gemeinsamkeiten haben werden oder müssen. Das ist für NRW-Land und Swiland also dringend notwendig. Und gemeinsam werden wir nochmal an dem Thema bleiben. Aber wir werden noch mehr darum kämpfen müssen, um die Linke dort richtig zu präsentieren. Denn egal, was wir machen, auch wenn das gute Sachen sind, 90% sind sie damit einverstanden, ja, mit unserem Antrag. Aber trotzdem stimmen sie nicht zu, weil der Antrag von den Linken kommt. Also es geht denen um das Prinzip, alles abzulehnen, was von den Linken kommt. Die beschäftigen sich nicht mehr in den Inhalt oder inhaltliche Politik, sondern pauschal um den Namen. Die Linke hat den Antrag und den lehnen wir ab. Das finde ich sehr schade für unsere Landesregierung. Herzlichen Dank. Das heißt nicht für unsere, für meine, ist noch nicht meine Landesregierung. Ja, ja, okay. Herzlichen Dank, Heide.